WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 19. Februar 1893. Der Todestag des Bankiers Gerson von Bleichröder. Festlich erleuchtet und prachtvoll geschmückt ist er, der große Bankettsaal im prunkvollen Palais an der Berliner Behrenstraße. Die Spitzen der preußischen Gesellschaft haben sich versammelt. Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, Markgraf von Brandenburg, souveräner oberster Herzog von Schlesien, Großherzog von Sachsen, Ungarn und Dutzende von livrierten Dienstboten warten darauf, ein üppiges Diner zu servieren. Doch noch spielt das königliche Orchester unter der Leitung von Stardirigent Benjamin Bilse Musik von Wagner. Ausgerechnet Wagner ist der Lieblingskomponist des Gastgebers. Wir erheben und versetzen demnach aus königlicher, souveräner Machtvollkommenheit Gerson Bleichröder nebst seinen bereits erzielten und künftig noch zu erzielenden rechtmäßigen ehelichen Leibeserben und Nachkommen beiderlei Geschlechts in absteigender Linie hiermit in den Stand des Adels. Mit erkennbarem Stolz genießt der Geehrte die ganze Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Was hier gefeiert wird, ist im Berlin des Jahres 1872 eine Sensation. Das war das herausragendste Ereignis in der damaligen Zeit, dass ein deutscher Jude geadelt werden konnte, ohne zum Christentum zu konvertieren, und zwar in den erblichen Adel erhoben wurde. Sagt die Berliner Historikerin Karin Grimme. Mit nicht einmal 50 Jahren ist Gerson Bleichröder, ab jetzt Baron Gerson von Bleichröder, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er gilt als Bankier Bismarcks, des mächtigsten Politikers in Europa, und weiß, dass er dem Reichskanzler diese Ehrung zu verdanken hat. Das hat mit dem rumänischen Eisenbahn zu tun gehabt, mit den Verdiensten, die er damit hatte. Und das war für ihn von ganz großer Bedeutung. Sagte Fritz Stern, der 2016 verstorbene US-amerikanische Historiker, in einem Interview 2007. Stern hat in seiner Doppelbiografie Gold und Eisen das Verhältnis von Bismarck und Bleichröder analysiert. In dem angesprochenen Fall rettete der jüdische Bankier die rumänische Staatsbahn vor der Pleite und bewahrte damit zahlreiche deutsche Adelsfamilien vor dem Ruin, die dort Geld investiert hatten. Überschwänglich und unterwürfig bedankte sich Bleichröder bei Otto von Bismarck. Und drängt es mich, eurer Durchlaucht, mit den warm quellenden Empfindungen meines Dankes mich zu nahen, da ja eure Durchlaucht es waren, die mich und meiner Familie bei seiner Majestät zu dieser Auszeichnung empfohlen. Für mich wird es die Lebensaufgabe sein, eurer Durchlaucht alle Zeit in Treue und Hingebung zu dienen und dadurch ihr hochehrendes Vertrauen zu rechtfertigen. Die Anfänge des Bankhauses Bleichröder waren bescheiden. Samuel Bleichröder hatte 1803 in Berlin eine Lotterieannahmestelle eröffnet und nannte sich wegen einiger beiläufiger Geldwechselgeschäfte Bankier. 1822 wurde der erste Sohn Gerson geboren. Das wichtigste geschäftliche Ereignis folgte 6 Jahre später. Die schon zu dieser Zeit legendäre Bankiersfamilie Rothschild aus Frankfurt suchte eine Vertretung in Berlin. Ihre Wahl fiel auf Samuel Bleichröder. Gerson trat mit 17 Jahren ins Bankgeschäft ein. 4 Jahre später bekam er bereits Prokura, wurde 1847 Teilhaber und 1855 nach dem Tod des Vaters Alleininhaber des Bankhauses Bleichröder in zentraler Lage in Berlin zwischen Börse und Regierungssitz. 1859 lernten sich Bismarck und Bleichröder kennen. Bismarck sollte als preußischer Gesandter nach St. Petersburg gehen und suchte eigentlich nur einen guten Fachmann für seine private Vermögensverwaltung. Doch daraus wurde schnell mehr. Bleichröder avancierte zum Staatsbankier, zu Bismarcks finanztechnischer Geheimwaffe, wenn es darum ging, Kriege zu finanzieren, für die ihm das preußische Parlament kein Geld zur Verfügung stellen wollte. So besorgte Bleichröder die Mittel für den Krieg gegen Österreich 1866, indem er eine Staatsanleihe auflegte. Der Historiker Fritz Stern hat das Verhältnis der beiden Männer eingehend erforscht.
Für Bleichröder war das eine ungeheure Befriedigung und ein Stück Glorie, diese Beziehung zu haben. Wenn ich mich recht erinnere, hat er in früheren Jahren der Beziehung immer meine sichere Quelle zitiert, einen Brief an die Rothschilds. Also eine sichere Quelle zu haben, mit Bismarck über Sachen zu sprechen, das war für Bleichröder eine enorme Befriedigung und Bereicherung in jedem Sinne. Gerson Bleichröder machte mittlerweile Geschäfte in ganz Europa, im Osmanischen Reich sogar in Übersee. Dadurch war ein Netzwerk entstanden, mit den Rothschilds als Zentrum, das für den Politiker Bismarck interessant war, wie ein enger Vertrauter des Reichskanzlers es beschrieb. Nun hatte Baron James Rothschild jederzeit freien Zutritt zum Kaiser Napoleon, der ihm nicht nur in Finanzfragen, sondern auch über die Politik ein freies Wort zu gestatten pflegte. Dies bot die Möglichkeit, durch Bleichröder und Rothschild an den Kaiser von Frankreich Mitteilungen gelangen zu lassen, für welche der amtliche Weg nicht geeignet war. Versailles 1870-71. Nach dem für Frankreich verlorenen Krieg fanden dort Verhandlungen über Reparationszahlungen statt. Für das geeinte Deutsche Reich saß der Bankier Gerson Bleichröder mit am Tisch. Als die gewaltig klingende Summe von 5 Milliarden Franc als Entschädigung gefordert wurde, wehrte der französische Verhandlungsführer Jules Favre ab mit der Bemerkung, das sei ja mehr Geld, als ein einziger Mensch seit Christi Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt zählen könne. Gerson Bleichröder gab sich in dieser Situation schlagfertig. Sie mögen recht haben, dass es nicht möglich sei, einen solchen Betrag seit der Geburt Christi zu zählen, aber ich bin in einer anderen Lage. Ich zähle seit Erschaffung der Welt. Der beinahe schon kokette Umgang mit seinen jüdischen Wurzeln kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie zeitlebens ein Problem für ihn darstellten, auch wenn Bleichröder nicht, wie viele andere jüdische Großbürger, die Konfession wechselte. Er war der Bankier der preußischen Adligen. Sie vertrauten ihm ihr Geld an, aber als gleichwertig anerkennen wollten sie ihn nicht. Natürlich waren die meisten erfolgreichen Menschen im 19. Jahrhundert waren Workaholics. Das war der Bleichröder wahrscheinlich auch. Aber was Defizit anlangte, war natürlich das Verlangen nach dem sozialen Aufstieg. Das markanteste Defizit und das traurigste. Berlin war noch keine Weltstadt, aber eine Geldstadt. Und Gerson Bleichröder war unter den Reichen in Berlin die unbestrittene Nummer 1. Als er am 19. Februar 1893, heute vor 125 Jahren, starb, hinterließ er seinen 4 Kindern ein Vermögen von geschätzt 70 bis 100 Millionen Reichsmark. Eine gewaltige Summe, nicht nur für die damalige Zeit. Diesen Reichtum stellte er zu Lebzeiten unverhohlen zur Schau. Es blieb nicht ohne Folgen, so die Historikerin Karin Grimme. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er sehr erfolgreich gewesen ist. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er ein sehr vermögender Mensch war, dass er es sich leisten konnte, bei solchen Festen nur das Beste aufzutischen, nur die besten Kapellen einzuladen. Viele haben das als anmaßend aufgefasst und fühlten sich davon provoziert. Im Jahr 1872, dem Jahr der Erhebung in den Adelstand, hatte Berlin rund 825.000 Einwohner, 50.000 davon Juden. Rechtlich waren sie gleichgestellt, doch sie spürten einen wachsenden Antisemitismus in der preußischen Gesellschaft. Deshalb lautete ihre Lebensdevise: Mach kein Risches, also provoziere nicht den Antisemitismus, sondern versuche dich ein bisschen zurückzuhalten, versuche dich ein bisschen anzupassen an deutsche Sitten und Gebräuche, versuche ein bisschen unauffällig zu sein. Risches machen galt als Provokation. Aber Gerson Bleichröder machte genau das. Er machte Risches. Ein Porträt von ihm aus dem Jahr 1888 dokumentiert dieses Selbstbewusstsein, sagt Karin Grimme. Er hat die klassische Pose im Profil gewählt, wahrscheinlich in Absprache mit dem Maler. Ich finde, er sieht sehr energisch aus. Er ist eine sehr starke Persönlichkeit, sehr zupackend, sehr zielstrebig. Ich finde, das ist der Haupteindruck, den man sofort hat, wenn man dieses Bild anschaut. Doch er schaffte es nicht, als Jude gleichberechtigt angesehen zu werden, aus Sicht der tonangebenden Kreise, insbesondere der Junker und Offiziere. Damit war für Gerson Bleichröder klar, was seinem weiteren Aufstieg im Wege stand: seine jüdische Herkunft. Das war natürlich auch Gerson von Bleichröder klar, dass das nicht gesellschaftsfähig war, seine eigene Familie einzuladen oder andere jüdische Menschen einzuladen. Er kam, das hat er wahrscheinlich auch selber so gesehen, aus keiner guten Familie.
Und so ist an diesem großen Tag der Nobilitierung außer seiner Frau und den vier Kindern kein weiteres Mitglied der Familie im festlichen Bankettsaal anwesend. Was Kaiser Wilhelm aber nicht daran hinderte, in der offiziellen Adelsurkunde, die sich heute im Geheimen Staatsarchiv in Berlin befindet, einen feinen, aber entscheidenden, man kann sagen, diskriminierenden Unterschied zu machen. Üblicherweise wurden die Geadelten beschrieben als Untertanen, welche aus guter Familie entsprossen sind und sich durch treue und ersprießliche Dienste um uns und unser königliches Haus vor anderen verdient gemacht haben. Weil Bleichröder Jude war, wurden die Worte aus guter Familie durchgestrichen und ersprießliche Dienste wurde geändert in gemeinnütziges Wirken. Gerson Bleichröder selbst hatte sich bei der Vorbereitung seines Festes einen Fauxpas erlaubt, der noch lange für Gesprächsstoff sorgen sollte. Bester, ich sehe viele Fräcke, aber keine Uniformen. Wo sind die Herren Offiziere? Bleichröder soll gesagt haben, wir wollen doch unter uns bleiben und hat alle nichtadligen Offiziere ausgeladen. Unglaublich, impertinent. Er hat sich wohl dafür entschuldigt, aber Sie sehen ja das Resultat. Ein preußischer Offizier kennt den richtigen Benimm. Gerson Bleichröder bekam weitere Ehrentitel und Auszeichnungen. Er wurde Generalkonsul von Großbritannien und erhielt die höchsten Orden aus Rumänien, Russland, Italien und Mexiko. Er gab sein Geld nicht nur für persönlichen Luxus aus. Er spendete für die jüdische Gemeinde, er half Bedürftigen und förderte zahlreiche öffentliche Einrichtungen, darunter den Berliner Zoo. Als Robert Koch 1882 das Tuberkulosevirus entdeckte, gab Bleichröder 1 Million Mark für die weitere Erforschung. Parteipolitisch engagierte er sich nicht. Er blieb konservativ, aus Überzeugung, aber auch, um das Verhältnis zu Otto von Bismarck nicht zu belasten. Es gibt hunderte von Büchern über Bismarck, aber Fritz Sterns Doppelbiografie ist das einzige Buch über Gerson Bleichröder. Aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Der bedeutendste deutsche Bankier seiner Zeit wurde totgeschwiegen. Bleichröder ist alles, was aus der deutschen Geschichte ausgelassen worden ist. Ich meine, deutsche Historiker im 19. Jahrhundert und auch am Anfang des 20. Jahrhunderts wollten weder, dass der große Kanzler sich um Geldsachen kümmert würde, was er in der Tat getan hat, und zwar ziemlich bewusst und ziemlich energisch. Und wenn schon, dass er das denn außerdem noch mit einem Juden tut, das wurde mehr oder weniger verschwiegen, außer von Nicht-Historikern, sondern Publizisten, der schlimmsten antisemitischen Art. Bleichröder seinerseits betrieb einen regelrechten Bismarck-Kult. In seinem Arbeitszimmer, so berichtet ein Journalist, befanden sich mindestens 1 Dutzend Bismarck-Darstellungen. Als Bild, als Marmorbüste, als Briefbeschwerer oder Pfeifenkopf. Damit strapazierte er seine Gesprächspartner und, so meinte Fritz Stern, machte sich damit zum Gespött der Leute. Und Bleichröder war eine herrliche Zielscheibe und hat sich da auch leider so benommen. Bald nach seiner Erhebung in den Adelstand erblindete Bleichröder. Er litt an Diabetes und hatte chronische Schlafstörungen. Ein Journalist, der ihn besuchte, beschrieb das so. Nur ein schwacher Lichtschein war ihm geblieben. Tastend schob er sich auf seinem Sessel vor, auf dem Schreibtische umhertastend suchte er die Zigarre, welche er dem Besucher bot. Er konnte nur mit einem Begleiter ausgehen, und der Bankier, welcher sich alle Genüsse der Erde hätte verschaffen können, war durch seinen Gesundheitszustand zu einer sklavischen Diät genötigt. Die Willensstärke des Vaters besaßen die Nachfahren nicht. Sein ältester Sohn Hans hielt dem antisemitischen Druck nicht stand und ließ sich taufen. Viele andere Nachkommen taten es ebenso und beantragten nach 1933 die Anerkennung als Arier. Das einst so erfolgreiche Bankhaus hatte schon 1926 seine Selbstständigkeit verloren. Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an Gerson von Bleichröder, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.